Hallo zu einem kleinen, Bonus-Let's-Show, Bonus-Let's-Play. Ich habe den Hinweis bekommen, dass es ein nettes Arcade-Game gibt mit den Rächern, was natürlich jetzt ganz passend zum Film. Red Skull stellt ein Team von Superbösewichten zusammen. Mit seinem ganzen Reichtum stellt er dieses böse Team zusammen. Genau, er hat eine Maschine, mit der er den entsprechenden Verstand dieser Wesen kreieren und nun kontrolliert er ihre Aktionen. Habe ich da gerade Juggernaut gesehen? Los, Avengers, los, Rächer, versammeln und angreifen! Szene 1, die Rächer oder The Avengers. So, ich habe angefangen mit dem großen Captain America, Steven Rogers. Ja, und Steven Rogers ist so heroisch, wie es nur sein kann. Er ist der Oberpatriot, er kann alles, er kann auch, weiß ich nicht, was alles zitieren. So, komm, wir räumen jetzt mal ein bisschen auf. Was seid ihr überhaupt für Wesen? Ah, natürlich, Product Placement. Ah, schön. Alles kaputt machen, finde ich gut. So. Naja, du bist auch ein ganz großer Held. Da oben ist übrigens die 58 ist die Lebensanzeige. Hier wird das also tatsächlich in Nummern dargestellt und weniger in irgendwelchen... Was bist du denn für einer? Ich denke, der Geldsack soll demonstrieren, dass du... Stör uns nicht! Nö, ist klar. Dafür ist ja der Captain ja bekannt. Der guckt einfach gerne zu. Das ist sowieso, glaube ich, der absolute... erst reden und dann etwas machen. Typ. Der Supersoldat. Der, glaube ich, eigentlich noch fast patriotisch ist als Superman. Und Superman ist dann auch noch ein Alien. Ich nehme mal ein paar Credits. Ah, genau. Nehmen wir mal Hawkeye. Der ja im Film ein bisschen komisch bei wegkommt. Aber gut, muss ja auch nicht unbedingt in diesen Klamotten rumrennen. Ist vielleicht jetzt auch nicht mehr so ganz stylisch. War das Quicksilver? Okay. Was hat der denn jetzt zu suchen? Aber gut, wurscht. Wahrscheinlich ist hier alle Marvel-Helden gegen alle Marvel-Bösewichter. Stan Lee wäre stolz darauf, glaube ich. So, komm, dich räum hier auch noch weg. Ja, ja, du bist ganz toll. Dich kriege ich. Notfalls bewerbe ich dich mit Steinen oder mit Baseball-Bällen. Kann ich das mitnehmen? Ah, kann ich richtig Bums machen. Ah, das sind doch genau die Beat'em-Ups, die ich brauche. Möglichst wenig Verstand, aber dafür möglichst groß Knall. Du kannst nicht flüchten, ja. Ach, der hat mir gesprochen, dass ich nicht. Ich will gar nicht flüchten. So. Ach, der hat so ein, ja, deswegen heißt er auch Whirlwind, weil er eine Wirbelwind-Attacke hat. Das hilft ja aber alles nichts, denn die Rächer werden gewinnen. War das schon der erste Bösewicht? Recovern? Können auch irgendwie recovern? Okay, ich habe das System noch nicht ganz verstanden. So, sollen wir mal Iron Man. Ach ja, komm, Mauer Vision. Den gab es ja auch nicht im Film. So. Tschüss. Stage 1 erledigt. Es gibt auch nur 5 Stages, das kann ich auch mal eben ganz schnell machen. Whirlwind's Attack war nur eine Falle. Andere, oder beziehungsweise ein Set-off, ein Hinterhalt. Andere Städte angegangen. Behaltet euch, Rächer! Ist das ein Sentinel? Die haben hier alles ausgepackt. Dann hätte ich auch aber gern bitte auch Spider-Man als Figur. Oder Wolverine und Daredevil und natürlich auch den Punisher. Klar, weil... Hier geht es um sinnloses Zutreten und sinnlos rummorcheln. Ich glaube, der ist der ganz gut angebracht. Ich würde sagen, Vision kann doch irgendwo schießen. Auf Wiedersehen. So, wo geht's da lang? Ach, da. Ach ja, okay, jetzt kommt so eine Flugpassage. Das habe ich gesehen, dass dieses Spiel auch gerne mal von Beat'em'up in Shoot'em'up wechselt. Finde ich auch sehr gute Idee. Mal was anderes, wenn nicht immer das gleiche ist. Die Landschaften sehen relativ ganz nett aus. Das Game wurde, glaube ich, auch für den NES, den Super NES und, glaube ich, auch für den Mega Drive umgesetzt. Ich glaube aber, die Versionen waren nicht ganz so prickelnd wie die hier.
Das ist also wirklich die klassische Arcade-Version. Die echte. Boah, ja, mal voll kapum. Ich finde auch ganz, ganz wichtig die Sprechblasen, weil, Waboom! Nicht Kaboom, sondern Waboom! Das ist ein ganz anderer Klang, glaube ich. Ganz andere Welt. So, was auch immer ihr wart, ich habe euch nicht mehr kennengelernt. Was hat eigentlich Red Skull für einen Unsinn dann gebaut? Was ist das eigentlich da im Hintergrund? Ist das irgendeine Weltausstellung oder ist das schon wieder... Was ist das denn? Kann ich das einsammeln? Ach, Wasp! Gab's im Film bekanntermaßen ja auch nicht. Was kann Wasp denn? Gar nichts. Ist das ein Schutzschild? Wasp, was kannst du vom Beruf? Außer fliegen und wie jetzt eine Marvel-Version von Tinkerbell auszusehen. Nicht viel, ne? Ah, oh, immer hier den Chopper kaputt. Zwar wäre wahrscheinlich eher Iron Man, der gute alte Tony, dafür geeignet, um solche Sachen mal eben kaputt zu machen, aber gut, macht das halt Vision. So. Es geht doch hier ganz gut von der Hand. Ja, kommt. Die Rächer, die werden gewinnen. Oh, da brennt was. Das ist bestimmt Gefahr. Ach du, tatsächlich ein Sentinel. I kill y'all, ich bringe euch alle um. Boah, meine Mission. Ich hatte immer schon eine tolle Rolle bei den X-Men. Keiner hat es mir gedankt. Ja, du wurdest selbst, glaube ich, irgendwo in irgendeiner Folge von Jubilee besiegt. Ne? Das ist irgendwie nicht unbedingt ein tolles Zeichen. Natürlich, Robot gegen Robot. So, Tony. Jetzt zeig mal, was du kannst. Ja, das macht der Herr Stark, aber, glaube ich, im Schnellverfahren. Und nimmt danach noch irgendeinen Cocktail seines Vertrauens, so ungefähr. Ja, waboom. Giant Robot. Warum durfte man den eigentlich nicht Sentinel nennen? Man, das wird ja wahrscheinlich ein Marvel-Game sein. Naja, gut, muss man nicht verstehen. So, komm, jetzt kommt er. Ach, du kannst doch mit Iron Man nicht sowas machen. Iron Man macht euch platt. So, nur falls bewirbe ich euch mit Cola-Dosen. ja, ihr seht schon, die Fähigkeiten sind zwar ein bisschen anders, aber die spielen sich natürlich alle recht gleich. Und das mit irgendwie live regenerieren haben wir auch nicht verstanden. Aber gut, ist egal. Komm. Dann kommt jetzt wieder der Cap. Sowieso der größte Held von allen. Ja, komm, weg. Du kannst den Captain doch nicht besiegen. Und da erstmal noch eine Cola darauf. Oder eine Pepsi. Das ist Quicksilver. Was macht ihr denn da? Auf jeden Fall kriegt man Lebensenergie, das habe ich gerade gesehen. Okay. Also ist wieder das Übliche, das passt ja ganz gut zum Film. Es ist die unglaubliche Ultimate-Threat-Bedrohung. You came here to die? Was bist du denn? Grim Reaper? Hat so ein bisschen was von Loki, ne? Oh, ist egal, komm. Auch dich mal weg. Der Cap hat doch für sowas keine Zeit. Der Captain muss dabei gut aussehen, wenn er die Welt rettet. Und der Captain kann das. Ja. So beeindruckend ist jetzt aber auch der Tod nicht so unbedingt. Der sagt mir jetzt als Charakter, wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt bin ich auch nicht der Hardcore-Comic-Profi, aber auch nicht so wirklich was. Aber gut. Kann ich schon mal ein bisschen Credits erhöhen. So, zweiter Level ist auch fertig. Ja, das geht doch wie geschnitten Brot. Grim Reaper hat sein Bewusstsein wieder. Das ist schön. Ah, toll. Und Red Skull hat ihm befohlen, die Rächer bis zum Schluss zu besiegen. Was hat Red Skull als nächstes vor? Challenge from the bottom of the sea. Die Herausforderung aus der, von unten der See oder vom Meeresgrund. Da müsste doch jetzt eigentlich noch irgendwie, kommt jetzt das kann ich ja mal sagen, einer meiner absoluten Trottelcharaktere, den ich im Marvel-Universum ja total abkann. Mein Freund Namor, den Submariner. Oh Gott, ist der langweilig. So, natürlich. Wen nehmen wir denn jetzt? Naja, Hawkeye macht nicht viel Sinn. Kaum, natürlich. Tony. Tony kann alles. Sein Robot kann alles. So, komm. Ach, den nimmt er mit? Genau, was für eine Bühne. Verweichlichte Superhelden. Wizard. Aha. Du bist der mächtige Wizard.
An dich kann ich mich auch nicht erinnern, aber ich glaube, du bist nicht ein Gegner, der sich mit Iron Man anlegen sollte. Nicht wirklich. Das war's. Tatsächlich, da ist Namor. Danke, Submariner. Genau, du altes, arrogantes Stück Käse. Um nicht was anderes zu nennen. Den braucht kein Mensch, ne? Also, Namor war immer schon so ein... Da haben sie, hat DC mit Aquaman einfach den besseren Job gemacht. Da doch lieber einen Öko-Terroristen. Komm, Vision. Als so einen unglaublich bonierten Holzkopf, der auch schon allein, wenn man ihn nur sieht, schon das Essen von gestern wieder hochbringt. So, komm, Vision, jetzt räum mal auf hier. Kannst ja in der Zwischenzeit mal ein bisschen den alten Teppich mal gleich... Ne? Ach, da ist er tatsächlich. Ja, du bist toll. Du bist ganz großartig, du König der Meeresvögel da. Ach, was ist das denn? So ein Oktopus? Sind wir jetzt hier bei Parodius? Naja, gut. Hauen wir dich mal hinweg. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch eher ein Kampf für Iron Man. Aber ist auch geil. Vision macht das schon. Das sieht auch relativ einfach aus. Ja, gut, komm, 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 komm. Ja, ja, du bist toll. Du bist super. Du bist ganz toll. Ich könnte jetzt einen Witz machen wegen Mecha-Taco. Bist du derjenige von Taco Bell? Aha. Aber der Witz wäre so schlecht, deswegen tue ich ihn nicht. So, kommt da noch was? Wir haben übrigens bei 12 Minuten. Ich mache übrigens, das sage ich ganz ehrlich, vor 15 Minuten den Cut, weil ich keine Lust habe, wenn jetzt YouTube auf tolle Ideen kommen, ihren tollen 15 Minuten sperren auf einmal, die jetzt spontan irgendwie jeder wieder hat. Dann möchte ich nicht drauf reinfallen. Dann müssen wir einfach das Video splitten. Das kriegen wir ja nun hin. So. Break. Mache ich gerne. Haha. Da bin ich ganz groß drin. Schon wieder Quicksilver. Also die Gaststars haben sie auch relativ gut gemacht, wenn sie jetzt auch nicht unbedingt eine wichtige Rolle spielen. Aber ist ja ganz schön, dass man solche Vögel mal hat. Gut, man hätte jetzt vielleicht auch coolere Typen nehmen können als Namor und Quicksilver, aber mein Gott. Da wäre, glaube ich, Thor und Hulk und sowas, das wäre dann, glaube ich, schon cooler gewesen. Aber gut, egal. Ah, komm. Vision macht auch Waboom. See my power. Sieh meine Kraft. Ach, der Mandarin. Ja, das ist doch gleich eigentlich, da nehmen wir doch den richtigen, ne? Da nehmen wir doch den Erzfeind. Das ist doch Iron Man. Komm hier. Du kennst doch deinen Freund. Der Mann mit seinem unglaublichen Ring. Ich weiß gar nicht, ist der eigentlich noch irgendwie im Bösewichtgeschäft, der Mandarin? Den gab's mal in den alten. Wer noch diese alten Comics kennt, also jetzt die in bewegten Bildern, also nicht nur die Comics in Schriftform, sondern auch wirklich die Comicserien im Fernsehen, dann gab's den auch noch. Diesen komischen Mandarin-Vogel, naja gut. Wollte ich Cap eigentlich nicht, aber Captain America hat vor niemandem Angst. Der wird sogar, glaube ich, Juggernaut umhauen. Weil Captain America rettet den Planeten. Ach nee, das war, glaube ich, der andere Captain. Aber ist egal. Captain America kann trotzdem alles. Und der Mandarin kann nix. Aber wahrscheinlich, wenn er Mandarin heißt, lebt er gesund von Mandarinen. Ja, Entschuldigung. Ein Obstwitz pro LP muss sein. So, komm, jetzt mache ich hier. Ja, ja, du bist toll. Mit deinem tollen Ring. Ja, ich krieg dich schon, mein Freund. Das war's. Der Mandarin ist geschlagen. Du kannst mich besiegen. Pause!